Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen das, einmal im Monat zeigen wir Ihnen ein aktuelles, herausragendes Werk aus deutscher Produktion. Und ja, das ist uns in diesem Monat besonders wichtig gewesen, dass wir die Habenichtse heute hier zeigen dürfen. Und ich sage schon mal herzlich willkommen an dieser Stelle Regisseur Florian Hofmeister und Drehbuchautorin Mona Kino. Schön, dass ihr da seid. Dafür einen Applaus schon mal. Ebenso freuen wir uns natürlich auch, dass die Eltern der Autorin der Vorlage hier sind. Das Ehepaar Hacker ist hier. Es ist wirklich schön, dass heute da sich so ein Bogen vielleicht schließt bei dieser ganzen Geschichte, die der Film und das Buch schon gemacht haben. 2006 gab es da den Deutschen Buchpreis, Katharina Hacker dafür. Und jetzt der Film hatte beim Filmfest München dieses Jahr Premiere. Also auch schön, dass Sie da sind. Das Ganze hier findet statt, wie immer, in Kooperation mit EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Rudolf Worschig, der Chefredakteur, ist hier und Ulrich Sonnenschein, einer der Autoren, wird nachher dann das Gespräch mit Mona Kino und Florian Hofmeister führen. Sie kennen das, da gibt es dann zuerst ein Gespräch vorne und dann können Sie auch Fragen stellen. Es lohnt sich also, auch am Ende des Filmes noch sitzen zu bleiben. Ich will gar nicht so viel vorwegreden, denn wir haben einen tollen, spannenden Abend vor uns. Und wie immer gibt es bei uns im Filmmuseum, wenn Sie noch nicht hier gewesen sein sollten, keine Werbung, sondern einen, wie ich sage, thematisch passenden Vorfilm, den ich ausgewählt habe. Insofern können Sie mich hinterher dafür verantwortlich machen. Das wird jetzt sein Wert der Arbeit aus dem Jahr 2015 von Matthias Kosmehl. Der ist 8 Minuten lang und danach stelle ich Ihnen gerne den Regisseur vor. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, der Applaus gilt Wert der Arbeit. Und jetzt freue ich mich, Ihnen den Regisseur des nachfolgenden Filmes vorstellen zu dürfen. Denn er ist eigentlich Kameramann hauptsächlich. Er hat angefangen bei, ja, als Lichtmann. Er kommt da auch schon bei Männerpension, Detlef Buck, Dominik Graf, Dr. Nock, da hat er Licht gemacht. Dann Hendrik Handlögten, Paul is dead, Liegen lernen, da ging es dann los. Inzwischen sehr gefragter Kameramann, auch weltweit. In England viel für Andrew Davies, Terence Davies und Antonia Bird zum Beispiel. Und ja, das jetzt, was wir heute sehen, ist seine zweite Regiearbeit für seinen ersten Film, 3 Grad Kälter, hat er den Silbernen Leoparden damals gewonnen. Bitte begrüßen Sie Florian Hofmeister. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, Florian, du bist auch gerade viel unterwegs, ne? Du kommst gerade aus Ungarn. Da hast du auch gerade gedreht. Ja, da habe ich als Kameramann gerade gearbeitet. Perfekt ausgewählt, wollte ich übrigens sagen. Also ansonsten, wenn man so läuft auf Festivals, gibt es immer so Vorspänne. Die sind manchmal so Laserschwert dominiert und so laut. Und das hat schon den Film hervorragend vorgestellt. Ja? Kann man also nur Das freut mich sich freuen. natürlich. Sehr schön. Nein, ich finde es halt auch ganz spannend. Ihr habt ja auch einiges schon erlebt mit eurem Film jetzt. Im Sommer seid ihr gestartet, Filmfest München. Erzähl uns mal, was ist seitdem passiert mit den Habenichtsen, bis er jetzt heute hier in Frankfurt angekommen ist? Was ist passiert? München, wir waren in Frankfurt, da gab es ein kleines Symposium da und ein Gespräch auf der Buchmesse. Wir hatten Kinostart in Deutschland. Wir waren in Tallinn im Wettbewerb und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Abschluss hier. Also das ist eigentlich der letzte offizielle Termin. Oh, super. Das heißt, vor Weihnachten jetzt nochmal ein kleiner Höhepunkt hier in Frankfurt. Ja, ich wollte dich nochmal fragen, bevor wir dann gleich auf den Film direkt übergehen. 2014 hatte ich die Variety, das ist so das führende Branchenblatt zum Thema Film, ja, zu einem der 10 Cinematographers to Watch ernannt. Ist das was gewesen, was dir geholfen hat, oder ist das was, was es vielleicht sogar schwieriger gemacht hat? In welcher Weise? Also für den Film Für dich oder zu arbeiten? für mich persönlich? Nee, ich lebe im Grunde genommen so eine Art zwei Leben. Also ich arbeite in Großbritannien oder hauptsächlich durch Großbritannien im amerikanischen Markt als Kameramann. Das hat sich durch Zufall so ergeben, weil ich vor, ich weiß ich nicht, 10 länger, fast 15 Jahren mal die Gelegenheit hatte, mit einer englischen Regisseurin einen Film zu machen. Und die ganze Zeit über aber haben wir redlichst versucht, die Habenichtse zu verfilmen, was wir seit 2006 im Grunde genommen versucht haben. Damals haben wir das Buch gelesen und ich war von dem Buch sehr beeindruckt, aus vielerlei Gründen. Und einer war auch ein persönlicher, weil ich beide Orte kannte, also sowohl die ganzen Orte, die Katharina in dem Buch beschrieb, als auch natürlich ihr Bild von Berlin, was sie zeichnete. Ja, und seitdem haben wir sozusagen uns mit dem Film beschäftigt. Und
Variety hilft eigentlich nicht. Also man kriegt das, immer wenn man das bekommt, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also das hätte 10 Jahre früher wäre auch gut gewesen. Sehr gut. Aber heute bist du hier und willst du uns noch was, wenn, bevor es nachher dann ins Gespräch geht, jetzt auf den Weg geben, was wir vor dem Film wissen sollten? Nein, einfach nur viel Spaß bei der Vorführung. Ich finde euch ganz toll hier, kann ich schon mal so vorab sagen, weil dass man zusammenkommt und den Neugierde und Offenheit einen Film schaut, ist nicht mehr so selbstverständlich. Wir befinden uns mehr in der Zeit, wo man auf kleine, viereckige elektronische Geräte schaut. Und für mich persönlich ist Kino eigentlich genau das, was jetzt hier passiert. Und ich freue mich sehr, dass Sie und ihr euch aufgemacht habt, um das mit uns zu teilen. Danke sehr. Danke dir, Florian. Und bis nachher. Schönen guten Abend auch nochmal von mir. Ich freue mich, dass Sie da bleiben und uns noch eine Weile zuhören. Und wenn Sie hinterher noch Lust haben, können Sie gern auch Ihre eigenen Fragen stellen. Florian Hofmeister, Regisseur, Monacino, Drehbuchautorin und Mitproduzentin. Beginnen wir mit dem Schluss. Nicht nur mit der ungewöhnlichen Weißblende. Ist ja schon selten im Kino, dass man einen Abspann schwarz auf weiß sieht. Vielleicht ein bisschen auch eine Hommage an die literarische Vorlage. Aber die letzte Szene. Die letzte Szene ist, das konnte man nachlesen, nicht so einfach entstanden, wie sie uns jetzt vorkommt. Als eine hoffnungsvolle Verabschiedung aus einem doch sehr bewegenden Leben. Ich muss erstmal ganz kurz selber ankommen hier. Wir haben, normalerweise gucke ich, manchmal gucke ich mit, manchmal gucke ich nicht mit. Heute haben wir uns entschlossen, in der Gesellschaft dieser beiden tollen Herren kurzes zu essen. Dann kommt man immer so eine Viertelstunde vorher rein. Das war dann gerade, als die sich da im Wasser küssten. Und dann habe ich doch ein bisschen gedacht, dass ich, Mann, das wird doch ganz schön spannend hier. Also vielen Dank für die Geduld und die letzte Szene, die letzte Szene, ich denke, du spielst da auf die Bank an. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also die letzte Szene haben wir, der Film wurde zu großen Teilen in Nordrhein-Westfalen, in Köln gedreht und wir hatten aber die Gelegenheit, 4 Tage davon tatsächlich in London dann zu drehen. Das für die Leute, die so ein bisschen vom Fach sind, die wissen, das sind dann nicht 4 entspannte Tage, sondern der Film spielt ja ab Minute 30 in London. Das heißt, wir mussten relativ viel drehen, zumal es am Ende der Dreharbeiten stattfindet, wenn man erfahrungsgemäß kein Geld mehr hat. Das heißt, wir haben das in dieser Szene da im Regent's Park gedreht und hatten diese, ich hatte immer das Gefühl, dass das so eine Einstellung nur am Ende sein sollte und dass diese Bank da auch so stehen bleibt und die dann so weggehen. Und wir haben das tatsächlich ein paar Mal dann gedreht und wir haben das mit so einem mobilen Steadicam, nennt sich das, wo man die Kamera da so über den Weg tragen kann, dass auch möglichst viel Publikumsbewegung möglich war. Und die war dann auch so mal geritten, so die berittenen Guards da der Queen sind auch durchs Bild geritten. Was ich thematisch nicht so passend gefunden hätte. Aber dann hatten wir es so 5-6 Mal gedreht und langsam ging uns so die Puste aus. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es noch einmal, weil wir auch eine Variante drehen wollten, in der die beiden dann händchenhaltend davon gehen. Ja. Und dann haben wir das gedreht und dann standen sie auf und gingen davon. Und dann entstand dieses Spiel der Menschen, das entstand dann ganz plötzlich. Das ist also nicht von uns gesteuert gewesen, sondern ganz plötzlich traten die alle auf. Und es war natürlich ein unglaublich bewegender Moment, weil wir das eigentlich, das ist sozusagen das, was dem Film ja innewohnt, also dieses Gefühl, dass diese Leute am Ende wieder da verschwinden, so wie sie zu uns gekommen sind und ein Schicksal von vielen vielleicht sind oder man sich selber so ein bisschen verlieren kann am Ende. Und es ist dann passiert und es war natürlich ein unglaublicher Triumph. An anderer Stelle hat eine Regisseurin mir mal auf diese Frage, warum, geantwortet, careless filmmaking, it was there because it was there. Ja. Es gibt ja so diese Theorien in der Physik, auch Quantensprung und so, dass es sozusagen andere Realitäten gibt. Diese Einstellung ist sozusagen der Beweis, dass das Universum uns zugeschaut hat. Und die Weißblende? Ja, so wie du das so schon so schön gesagt hast. Also wir fanden halt, dass wenn man schon schwarz-weiß macht, dass man schon, also es ist schon ein Versuch, am Ende was Positives spüren zu lassen. Und wir haben es mit Schwarz ausprobiert, dann war das aber, da fühlte man sich so isoliert, so allein. Und dann haben wir die Weißblende genommen. Und ich finde, es passt ja auch so wunderschön zum Anfang. Der fängt ja auch eben hell an und dann kommt der Pinselstrich und das erste Bild entsteht. Ja, also für mich ist
da so der Bogen? Na, der Bogen wird ja schon auch dadurch geschaffen, dass ein ganz kurzer Moment dieser Bankszene sozusagen dem Film vorgeschaltet ist. Der Anfang ist in der Tat sehr beeindruckend. Also man wird sozusagen auf die Bildlichkeit gestoßen und hört etwas, was für mich geklungen hat wie ein Originalzitat aus dem Buch. Ich habe mich jetzt eines Besseren belehren lassen, umso mehr Respekt vor der Drehbuchautorin. Aber kurz mal zu diesem Pinsel. Also da wird eine Farbigkeit angedeutet, die es nicht gibt. Da wird eine Malerei sozusagen zum filmischen Bild. Die Aufmerksamkeit allerdings bleibt beim Bildlichen und dann natürlich beim Wort. Ja. Habe ich schon zu viel gesagt wahrscheinlich. Nein, 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 nein. So, das, so ist es, ja. Das, was kann ich, das, ja, das ist einfach, genau, so ist es. Das ist jetzt über, das war nicht, das ist im Prozess, vielleicht ist das von Interesse, davon kann ich vielleicht erzählen, das ist natürlich in einem Prozess entstanden. Wir haben also über die Szenenbildnerin, die Filmarchitektin in Köln Künstler kennengelernt, die sozusagen diese Werke auch hergestellt haben, weil mir immer wichtig war, dass diese Kunst, die der Andrasch macht, eben auch wirklich für uns hergestellt wird. Und darüber sind diese Sachen, das war, wir haben dann jemanden gefunden, die mochte den Roman auch sehr, und darüber ist es entstanden. Und erst im Schnitt haben wir dann irgendwann gedacht, wir müssen diesem Film irgendwas vorwegstellen, und dann ist es sozusagen nach vorne gerückt. Ja. Kannst du mal erklären für all die, die es nicht automatisch verstehen, wie man sowas macht, mit einem Bluebox-Verfahren oder wie? Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat die Künstlerin gemacht. Ja. Das ist ganz einfach gekiet wahrscheinlich. Also die wird sozusagen mit Grün gepinselt haben und dann hat sie dieses Gesicht da rein gerechnet und dann am Ende die Farbe rausgezogen. Aber so wie, ich glaube, das steht vielleicht für schon so eine Art Geist, in dem wir diesen Film gemacht haben, wenn wir zusammen Filme machen, dann entsteht immer viel so zwischen uns und ist eigentlich eine Einladung an andere auch mitzuarbeiten. Und in dieser Künstlerin Johanna Rauch heißt sie, glaube ich. Jetzt habe ich ihren Nachnamen vergessen. Sie steht im Abspann, ist eine relativ anerkannte Videokünstlerin. Die haben wir, dann gibt man etwas weiter an jemanden, lädt die ein und die hat dann wiederum ihre eigenen Ideen. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Der Text, wie gesagt, mich hat er überzeugt als Original-Katharina-Hacker-Text. Wie bist du umgegangen mit dem Roman? Wie hast du ihn dir anverwandelt? Also ich habe erstmal, also der Roman ist eben keine stringente Erzählung, wenn ich das für die, die den Roman nicht gelesen haben, mal so vorab sagen kann. Und also um selber erstmal eine Stringenz reinzubekommen und nicht eben immer zwischen den einzelnen Episoden, also der Roman ist eben eher episodisch erzählt, habe ich mir einzelne, also bin ich jede einzelne Figur mit ihren biografischen Daten entlang, also hab ich mir so Timelines gemacht, damit ich zwischendrin eben nicht immer nur so versuche, also so hin und her springe. Und habe dadurch also mir sozusagen den Rum, also die Geschichte eben auch einverleibt. Viele von den Figuren im Roman, die vielleicht als Nebenfiguren gelten können, wobei das da in der Erzählung gar nicht so klar ist, wo ist jetzt die Hauptfigur, wo ist die Nebenfigur, fallen einfach weg. Das heißt, diese ganze Vorarbeit war sozusagen auch eine Arbeit, um das zu verdichten, um das es hinterher gehen musste. Ja und nein. Also es war ja klar, dass wir als Filmemacher aus Deutschland heraus einen Film machen müssen. Und da wäre in jedem Fall klar gewesen, dass wenn man Sarah und ihre Familie oder auch Jim als Hauptfigur machen würde, dass das nicht funktioniert. Das hätten wir in Deutschland nicht finanziert bekommen und ist eben vielleicht auch für ein deutsches Publikum gar nicht interessant, weil da gibt es viele gute englische Filme, die das als Thema haben. Und von da, also das war für mich zumindest oder auch in unserer Zusammenarbeit irgendwie relativ schnell klar, wenn, dann kann es für uns nur darum gehen, die Geschichte von Jakob und Isabel in den Mittelpunkt zu stellen und die zu erzählen. Oder? Ja. Wobei ich das noch hinzufügen möchte, das ist ja immer, also wenn adaptiert wird, ich habe den Prozess der Adaption da begleitet sozusagen, aber nicht aktiv geschrieben. Aus meiner Sicht ist es immer so ein Wechsel zwischen einer Verantwortung, die wir dann auch diskutiert haben gegenüber dem Werk und natürlich dem Versuch,
dem eine adäquate Adaption zu schaffen. Das heißt, das ist natürlich ein Film, der unterwirft sich ja ganz anderen Gesetzen, als wenn ich jetzt in 3 Wochen oder auch vielleicht in 2 Tagen das Buch lese. Ja, und man muss also irgendwie versuchen, in den Gesetzmäßigkeiten des Mediums eine adäquate Entsprechung für das, was Katharina dort gemacht hat, zu finden. Und es gibt ja, wir haben eingangs auch ein bisschen drüber gesprochen, ein paar Sachen, die tatsächlich so im Buch gar nicht bestehen. Ein Beispiel ist immer die Galerie, also diese Rede von Erich Fromm, die ist sozusagen, die hat Mona dazugenommen, einfach als Gedanke, weil sie eines Tages sagt sie zu mir, guck mal, das ist doch im Grunde genommen all das, was Katharina auf dem ganzen Buch eigentlich zum Ausdruck bringt. Ja. Und wie kann man es also versuchen mit unseren Mitteln, dass wir müssen Nebenfiguren kürzen, dafür sonst wäre der Film 6 Stunden lang. Wie kann man also andere Episoden dazu nehmen, um dem Geist trotzdem gerecht zu bleiben? Wie hat das alles angefangen? Also wenn man das Buch zur Hand nimmt, dann kommt einem, also mir zumindest, nicht direkt die Idee, ach, das sollte eigentlich ein Film werden. Das ist ja schon auch ein Prozess. Wie war das? Also ich hatte das. Und wir lachen jetzt so, weil ich bin mit dem Buch zu ihr gegangen, habe gesagt, das musst du machen. Sie hat gesagt, oh, okay. So, und dann... Ja, mich hat das wahnsinnig, ich fand das einfach beeindruckend, weil das 2006 war und sie dieses Buch geschrieben hat über 9/11, wo wir uns ja noch ganz in einer ganz anderen Zone bewegt hatten. Wir hatten Schröder, der hat gesagt, wir sind nicht die Koalition der Willigen, das waren die Amerikaner. Vielleicht auch manchmal, manch einer hat auch gedacht, vielleicht die bösen Amerikaner, geschieht ihm mal recht. Es gab diese große Distanz und da hat sich jemand hingesetzt und ein Buch geschrieben und gesagt, guck mal, das ist gar nicht so weit weg. Ja, und das fand ich schon mal ganz toll. Ja, oder was hat das für einen Einfluss auf unseren Leben? Oder genau, so rum. Ja. Und dann eben diese Art zu erzählen, also das in so einer Form von Erzählung aneinander zu reihen. Das hat mich total gefesselt. Und dieses Prinzip von Erzählung, also dass ich sage, ich erzähle innere Monologe, die aneinandergereiht das Bild im Kopf des Lesers schaffen, das ist für mich eigentlich par excellence Kino. Ja, weil Kino sind Bilder, die aneinandergereiht sind und die in mir eigentlich dann wiederum eine Geschichte erzeugen. Und deshalb lag das für mich auf der Hand. Das vorwegzuschicken, ihr beide seid ein Paar. Ihr habt über 10 Jahre oder 10 Jahre mindestens an diesem Film gearbeitet. Ist das sozusagen etwas, was immer mit euch mitgelaufen ist? Oder konntet ihr das zwischendurch auch mal zur Seite schieben und sagen, so, jetzt geht's nicht weiter, wir müssen jetzt andere Dinge machen? Das ist unsere Abschlussarbeit. Ja. Nein. Wir sind ein paar Drogen. Ich mache jetzt mal. Ja, das lag zwischendrin eben mal auch beiseite, aber nicht aus Gründen, weil wir damit stecken geblieben wären, sondern eben auch aus Finanzierungsgründen. Und dann aber wiederum auch, wenn das mit der Finanzierung nicht so gut läuft, dann tut es dem Stoff auch gut. Und so ist es, wie du es gesagt hast, es ist immer mitgelaufen. Nebenbei sind 2 Kinder groß geworden. Ein zweites Buch ist noch fertig geworden. So, es war nie begraben. Ja. Ich hatte immer so diesen Albtraum. Ich habe immer gedacht, wenn... ich habe immer irgendwann die Angst gehabt, ich dachte, wenn meine Kinder, also die sind jetzt 14 und 12, wenn die so groß sind, dass sie ihren Freunden sagen können, wenn mein Vater betrunken ist, dann erzählt er immer von diesem Film, der nie gemacht wurde. Das war so mein Albtraum. Ja. Deshalb bin ich froh, dass wir ihn gemacht haben. Es ist natürlich eine besondere Arbeit und es gibt auch Momente, in denen ist es dann auch nicht angenehm. Wenn man morgens um 6 aufwacht und im Grunde genommen gleich darüber sprechen will, wenn man mit dem Regisseur zusammenlebt, der dann ganz plötzlich das Gefühl, er müsste mit der Drehbuchautorin jetzt mal ein ernstes Wort reden, dann gibt es auch Konflikt. Dieser Film ist, glaube ich, so ein bisschen paradigmatisch auch für unsere Veranstaltungsreihe, was tut sich im deutschen Film, weil er eben anders produziert ist. Und diese lange Produktionszeit sagt natürlich auch was über die deutsche Filmförderung. Dass er in NRW gedreht wurde, das keinerlei Relevanz zum Inhalt hat, auch das sagt was über die deutsche Filmförderung. Dass er zweisprachig gedreht werden durfte, auch das sagt was über die deutsche Filmförderung. Also da sind positive wie negative Aspekte. Wie würdest du das zusammenfassen? Ja, ich denke momentan natürlich viel über die Positiven nach. Also wie du sagst, einen Film in Schwarz-Weiß zu drehen, zweisprachig mit Untertiteln,
Da sind schon viele Leute, die uns, also wer uns sehr lange die Stange gehalten hat, war die Redaktion vom Bayerischen Rundfunk. Also Filme in Deutschland werden ja maßgeblich vom Fernsehen mitfinanziert. Und die Redakteure sind dann über Jahre mit dabei. Der BR hat federführend den Film eigentlich, die haben im Grunde genommen genauso lange auf uns gewartet wie wir auf sie. dass die dazu Ja gesagt haben, das zeugt eigentlich von so einem innewohnenden Wunsch, auch Sachen anders zu machen. Aber es ist natürlich so, es ist ja widersinnig. Der Film spielt in Berlin. Ich habe damals, wir haben diesen silbernen Leoparden in Locarno gewonnen. Dann dachte ich, okay, das Buch hat sogar den deutschen Buchpreis. So, das ist der zweite Film, das ist international. Das muss ja, das wird ja finanziert wie geschnitten Brot. Ist ja klar. Dann gehen wir durch die Filmförderung und dann fliegen uns da die Euroscheine um die Ohren. Und das war natürlich überhaupt nicht so. Gar nicht. Das hat alles überhaupt keine Rolle gespielt. Und da wäre ich, dann muss ich schon sagen, klar, das ist einerseits, denkt man sich, warum können wir den Film nicht in Berlin drin, andererseits hat die Filmstiftung NRW, glaube ich, um 400.000 Euro in diesen Film gesteckt. Und als sie das gemacht haben, war das eine ganz klare Ansage, wir wollen, dass ihr den Film macht. Ja? Also wahrscheinlich muss man einfach nur suchen und das gehört dazu. Trotzdem widerspricht es natürlich den Gesetzen des, wie auch immer, erfolgsorientierten Kinos, also Russendisco zum Beispiel, die Leute sprechen astreines Deutsch, ohne jede Form von russischem Akzent, geschweige denn russisches Original. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass im Publikum die Leute kein Russisch können. Englisch ist da schon ein bisschen verbreiteter. Du hast eine große Affinität zu Englisch, du arbeitest viel in London, in England, in Amerika. Also war es in Englisch, wäre es mit Französisch oder gar Spanisch oder so gar nicht so einfach gewesen, das zu realisieren? Ja, ich glaube, wahrscheinlich wäre es schwieriger geworden. Ne? Also das ist aber so gebaut, glaube ich, dass man auch mit rudimentären Englischkenntnissen noch durch den Film durchkommt. Also wir haben den in München auf dem Filmfest gezeigt. Da war Englisch untertitelt, weil es internationales Festival ist. Und die Leute sind auch rausgegangen und haben, sagen wir mal, bis auf die Passagen um die Restitution konnten die eigentlich einem folgen. Aber ich, für mich ist es auch so eine Wahrnehmung, die in unserer Generation, also ich habe viel Filme original gesehen. Ich glaube, dass Englisch durch die Popmusik eine totale Bedeutung hat. Es ist einfach nur in unserer Filmkultur nicht angekommen. Wir sind ja auch eigentlich das einzige Land, glaube ich, neben Italien wahrscheinlich. Aber leider Spanien auch. Spanien auch, okay, gut. Fast das einzige Land, neben all diesen anderen Ländern, die eben die Filme noch beziehungsweise synchronisiert zeigen. Ja, ne? Ich würde gerne noch was hinzufügen. Ja. Ich meine, also wir haben schon einige Vorführungen gehabt und eben auch mit Feedback so aus dem Publikum und was mir häufig zum auch begegnet ist, dass Leute sagen, oh Mann, das spiegelt mal so wieder, wie ich lebe. Ich arbeite im Ausland, ich war mal 2 Jahre hier, ich war mal 2 Jahre, dann ist es dann egal, ob es Französisch, Spanisch, Chinesisch, sonst was ist. Es ist eine globalisierte Welt, in der wir leben und im deutschen Kino muss es aber auf Deutsch stattfinden und das ist das hat für mich im Entwicklungsprozess aber eben auch keine Rolle gespielt. Tatsächlich habe ich da nicht zwingend an den Zuschauer gedacht, sondern um die Figuren, die im Roman auch als Vorlage waren. Das ist die Welt, in der ich lebe. Auch das ist ein Spiegel. Ich habe das oft erzählt, wenn ich Leuten den Film empfohlen habe, dass es zweisprachig ist. Und nie habe ich irgendeine Ablehnung gehört, sondern immer nur, ja, so soll es doch sein. Also so wünscht man sich das doch. Und ich finde es immer noch absurd, wenn Leute durch Italien laufen und der Bäcker spricht Deutsch mit italienischem Akzent. Es gab auch als kleine Randanekdote, also wir haben auch so ein bisschen Glück gehabt, wir haben uns da so ein bisschen durchgeschummelt, weil das Finanzierungskonzept so war, dass es mehrere Redakteure gab, das heißt, man konnte dann immer behaupten, die anderen hätten Ja gesagt. So war es aber nicht ganz, ich überhöhe das jetzt ein bisschen. Aber es gab tatsächlich am Ende, jetzt vor kurzem nochmal die Anfrage vom Bayerischen Rundfunk, wann denn die deutsche Fassung übergeben wird. Und da hat der Produzent geschluckt, weil das hätte bedeutet, dass er den Film nochmal komplett nachsynchronisieren muss. Und Julia Jentsch ist eine vielbeschäftigte Schauspielerin, der hätte, und für einen Produzenten bedeutet das, die letzte Rate wird erst gezahlt, wenn der Film abgenommen ist. Jetzt hat der Bayerische Rundfunk gesagt, das ist ja nicht die deutsche Fassung. Und es hat einiger Erklärungen bedarf, bis sie dann sozusagen verstanden haben, dass wir ja seit, weiß ich nicht, 8 Jahren so über diesen Film reden. Das heißt, das ist die deutsche Fassung. Julia Jentsch, knüpfen wir mal da an, ist tatsächlich sowas, fast sowas wie ein Star. Also zwischen Sophie Scholl und 24 Wochen jetzt jüngst
eine der großen deutschen Schauspielerinnen. Wie lief das Casting und wie viel hat sie nur diese 26 Drehtage investiert oder gab es da eine lange Vorarbeit mit ihr? Sie hat eigentlich war sozusagen im Grunde genommen von Anfang an dabei. Also wir haben vor 4 Jahren, war das mal, ja 2012, da waren wir mal kurz davor, dass es ganz gut aussehen würde, den Film in diesem Sommer zu machen. Und da haben wir dann natürlich gecastet und da war sie die erste Wahl. Da haben wir sie kontaktiert und sie ist jemand, die sich, glaube ich, sehr lange überlegt, bis sie zu was Ja sagt. Und dann hat sie irgendwann auch Ja gesagt, aber dann geht sie auch nicht weg und hat eben die ganze Zeit auf uns gewartet. Und das ist... Die ist eine ganz besondere Schauspielerin, finde ich. Und sie hat tatsächlich nicht so viel Zeit gehabt, weil sie sich sehr um ihre, sie lebt in der Schweiz und pendelt sehr viel und hatte eben viele andere Projekte dieses Jahr, weil sie nach einer Babypause jetzt wieder anfängt zu drehen. Aber wir haben ungefähr 10 Tage vorher haben wir uns angefangen zu sehen. Und dadurch, dass ich sie 4 Jahre lang natürlich immer wieder auf dem Laufenden gehalten habe, gab es so eine Art emotionale Bindung an den Stoff. Ne? Und Lesungen gab es auch 2. Stimmt, wir haben im August das erste Mal das Drehbuch komplett gelesen mit Sebastian und Julia. Dann haben wir nochmal Änderungen vorgenommen und dann haben wir mit den beiden angefangen zu arbeiten. Der Punkt, wo sich die Wege kreuzen oder aneinander aufhängen, ist tatsächlich der 11. September. Die Habe Nichts ist meines Wissens das erste deutsche Buch, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gab vorher Don DeLillos und Jonathan Safran Foer in Amerika, aber in Deutschland eben nicht. Zu der Zeit, wo Katharina Hacker das Buch geschrieben hat, war 9/11 2-3 Jahre her. Es erschien dann 2006, da war es 5 Jahre her. Auch das noch ein anderer Mythos 2006 als heute 2016. Habt ihr irgendwann in dem Prozess überlegt, dass ihr anders umgeht mit diesem Datum, als ihr es dann getan habt im Film? Also bei auf der Drehbuchebene eigentlich nie. Es gibt eine Sache, die ist eine Überhöhung. Das ist der Hans, ist in dem Roman nicht der Freund, der stirbt. Es ist sozusagen eine entferntere Figur eigentlich, ein Arbeitskollege, der dabei ums Leben kommt und dessen Job er dann antritt. Und das war irgendwann, Mona hat diese Dramatisierung vorgenommen, um einfach eine höhere Fallhöhe für eine filmische Dramaturgie zu schaffen. Und dann haben wir im Schnitt, wir hatten sehr viel Originalmaterial vom Bayerischen Rundfunk gehabt. Und diese ganze Galeriesequenz ist eigentlich unterschnitten gewesen mit sehr beeindruckenden und zum Teil auch sehr verstörenden Bildern aus dieser Zeit, weil wir das so ein bisschen nehmen wollten als so ein Spiegel, wie wir mit medialen Bildern mittlerweile, wie sehr wir es gewöhnt sind, mit diesen Bildern umzugehen. Und das hat aber nicht funktioniert. Das hat sich am Ende ein bisschen wie Leichenfledderei angefühlt. Also, dass man sozusagen auf so einen Schockeffekt setzt. Und dann haben wir das überlegt, es wieder ganz zurückzunehmen, eben in diese sehr pure Form. Aber es musste der 11. September sein. Es hätte nicht ein beliebiges Unglück sein können. Nee, ich glaube, der 11. September ist für unsere Generation die größte politische, ikonische Zäsur. Und im Grunde genommen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass man das in, was weiß ich, wenn unsere Kinder zurückblicken werden, als die große Zäsur dieses Jahrhunderts sehen werden. Also. Dennoch geht es im Buch wie im Film um Schuld, um Zerrüttungsmomente einer Beziehung. Es geht auch um eine Form von asynchroner Professionalität, also er hoch beschäftigt und sie sozusagen am Rand dessen, wo überhaupt Professionalität noch möglich ist. Also da hat man sozusagen schon Reibung genug. Mhm. Du fragst, weshalb der 11. September? Nein, die Frage ist, die sich stellt, braucht es dafür einen 11. September, um diese Reibung, diese Friktionen darzustellen? Ich hätte mir den Film nie ohne vorstellen können. Also vorstellen kann ich mir immer sehr viel. Aber für mich war ja auch die Aufgabe als Drehbuchautorin, am Roman dran zu bleiben. Ich habe ja keinen genuinen Stoff oder originären Stoff entwickelt. Und natürlich, es hätte auch ein Flugzeugabsturz sein können. So. Aber das war ja das, was uns von Anfang an dem Roman interessiert hat, wie das Politische in das Private tatsächlich eingreift. Und ich erinnere mich an den Moment,
An dem 11. September, als ich in Berlin Dreharbeiten für einen Werbefilm hatte und mit einem relativ zynischen Kameramann da gearbeitet, der schon 3 Tage die Leute irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte immer, was hat der Typ eigentlich? Er musste immer alle anmotzen und keiner hat irgendwie was gut genug gemacht. Und dann haben wir zufälligerweise, hat der Video Operator das Bild gesucht. Und auf allen Kanälen flogen diese Flugzeuge in diese Türme rein. Und wir haben irgendwie gedacht, was ist das denn für ein komischer Film? Der läuft ja auf allen Kanälen, bis wir begriffen haben, dass das kein Film ist, sondern dass das gerade Live-Übertragung auf allen Sendern gewesen ist. Es hat erstmal so eine Viertelstunde gedauert. Und dieser Mann war auf einmal wie ausgetauscht. Der war ganz ruhig, der stand neben mir und hat gesagt, die ganze verdammte Sicherheit, an die wir jetzt die letzten 50 Jahre geglaubt haben, die ist jetzt weg. Das existiert nicht mehr. Und dieser Satz hat sich mir so eingebrannt. Und das ist das, was ich in dem Roman auch wiedergefunden habe. Und wie jetzt auch noch mal 10 Jahre später oder 15 Jahre später, also was Katharina ja 5 Jahre später da schon drin hatte, mit dem NSA, es war alles schon da, ja, und es war alles auch schon besprochen, und es war trotzdem so begraben unter diesen Trümmern. Und jetzt so häppchenweise kommt es heute immer noch so als Neuigkeiten oder sonst was hoch, wo ich manches Mal gefragt habe, das kann doch nicht wahr sein. Es ist alles bekannt, es ist alles da, und wir tun so, als hätte es nicht stattgefunden. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es deswegen in dem Film noch drin ist, ja. Die Nähe zum Roman ist natürlich ein Thema für euch viel mehr als jetzt für mich, aber auch für mich, weil so zwischen Verpflichtung und Freiheit, also dem, was man tun muss, um dem Stoff gerecht zu werden und dem, was man tun kann, um sich selbst zu verwirklichen. Der Roman hat ja eine ungeheure Bildlichkeit auch. Und ich habe eine Lieblingsszene, die ist ganz kurz. Da laufen Regentropfen das Fenster runter. Und das kann man wunderbar auf die Leinwand bringen. Ihr habt euch dagegen entschieden. Wie bewusst war das? Also wie viele Bilder habt ihr übernommen aus diesem Buch? Oder habt ihr gesagt, nee, Bilder, das ist unsere Sache, da machen wir ganz anderes? Also die Art und Weise, wie Mona schreibt, ist sehr gefühlvoll, atmosphärisch und sehr nah an den Figuren. Das ist eigentlich so. Und es gibt zwar Bildbeschreibungen, die entstehen aber meistens aus der emotionalen Dynamik einer Szene heraus. Das heißt, solche Bildbeschreibungen hatten wir auch in der Adaption nie uns zum Ziel gesetzt. Ich hatte dann eigentlich das Gefühl, ich wollte mit diesem Schwarz-Weiß, und da komme ich nochmal auf die Frage zuvor zurück. Mich interessierte eigentlich auch deshalb diese Entscheidung, Schwarz-Weiß zu nehmen, die Möglichkeit, dass wir in die Vergangenheit zurückschauen und eigentlich das heute sehen, ne? Also man hätte natürlich, man kann sagen, das ist Trump oder das war Charlie oder Nizza oder Brüssel, ja? So, und eben mit dieser Färbung, die Mona gerade formuliert hat, zu sagen, wow, im Grunde genommen hat sich gar nicht so viel verändert und es ist eigentlich immer noch derselbe Konflikt. Das war mir klar, das wollte ich mit dem Schwarz-Weiß machen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wenn man das dann überfrachtet mit einer Sprache, die dann noch poetisch Bild, also eine poetische Bildsprache, dass es dann zu selbstgefällig wird. Und ich wollte wirklich versuchen, nur an diesen Leuten dran zu bleiben, so nah wie möglich an diesen Gesichtern, und dass die Visualität sich eigentlich auf die Entsättigung der Farbe beschränkt. Ja. Ja, und die Brutalität ist dann kulminiert für mich in dieser monströsen Kinderzeichnung an der Wand. Ja, genau. Und die wird dann auch nur beobachtet. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich wollte einfach nicht, wir hatten in unserem ersten Film 3 Grad Kälter ja Cinemascope genommen, und da gab es so ein paar Schnittstellen, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich wird der Film größer als die Figuren. Und weil der Film ja recht spröde lange, also was heißt spröde, sagen wir mal, eine gewisse Beteiligung des Publikums erfordert im Mitgehen, hatte ich dann, dachte ich so, nachher wird es sowieso gefilmte Worte. Das war meine Angst.
Ja, die Gefahr ist gut unterwandert. Bildlichkeit, du bist Kameramann, gefragter Kameramann. Warum hast du dich nicht selbst gefragt? Ich war beschäftigt. Ich konnte nicht. Ich war zu teuer. Eigentlich, das war's. Nee, ich mag den Prozess der Zusammenarbeit sehr und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich mich dann eher bewusst sogar dagegen entscheide. Einfach, mir ist die Arbeit mit den Schauspielern dann sehr wichtig. In meinem Regieverständnis ist es natürlich schon, dass ich die Einstellung auswähle und auch das Objektiv. Aber da das mein Berufsalltag ist, mit den Sachen dann kleinteilig umzugehen, brauche ich das einfach nicht. Noch wenn ich einen Film selber mache. Ist auch schön, manchmal wegzugehen dann und dann lässt man den verzweifelten Kameramann zurück. Der muss dann die Lösung finden und dann. Und man wird dann aber auch nicht überkorrekt und schreibt ihm alles Nee, das vor. ist Übung dann, ne? Also das ist ja schon, das ist, also es gab sogar Momente, wo das ist ein Kollege, der für mich als sogenannte in England schwenkt der Chefkameramann auch nicht selber, sondern es gibt den Operator, die Kameras bewegen. Und dieser Engländer hatte für mich schon die Kamera geschwenkt, das heißt, wir hatten schon mal zusammengearbeitet. Und der war, was die technische Belichtung jetzt anbetraf, also das Lichtsetzen, sagen wir mal so, nicht so erfahren. Das hat er einfach in seinem Leben noch nicht so häufig gemacht. Und es gab auch Momente, wo man denn das auch zugestehen muss, dass so jemand auch mal seinen eigenen Fehler macht. Also ich sah den schon, ich sah das schon kommen. Aber das gehört dazu. Ich will dem Publikum nicht die Chance nehmen, auch Fragen zu stellen. Einen Punkt habe ich noch, der mich wirklich interessiert, und zwar ist es diese beiden Witze, die drin vorkommen. Einer ist ein szenischer Witz, der Einsatz der Visitenkarte, der mich sehr amüsiert hat. Der andere ist eher so ein Stammtischwitz, der Einsatz von Kondomen in verschiedenen Ländern und Mentalitäten. Diese Ebene gibt es im Roman nicht. Wie habt ihr euch entschieden dafür, das zu machen, und welche Witze hattet ihr zur Auswahl? Naja, das Internet ist voll von Witzen. Also da gab es mehr so die Qual der Wahl. Im Roman stimmt, da gibt es keine Witze, und das war tatsächlich auch was, was mir, es hat mir nicht gefehlt. Aber wenn ich über 90 Minuten Film nachdenke, brauche ich das auch. Und im Roman ist alles viel innerer Monolog. Und wie entlädt sich das jetzt sozusagen aber in Handlung? Und aus dem Grund ist also zum Beispiel das mit der Visitenkarte schon mal eben entstanden. Isabel, die da von, also eben wieder, wie ganz zu Anfang, dann sich ihre Brötchen mit Visitenkarten verdienen soll, worauf sie echt wirklich keine Lust mehr hat. Und dann auch noch in dieser unglaublich wahnsinnig freundlichen Art dieser englischen Verlagsfrau, der man auf eine Art und Weise überhaupt nicht böse sein kann und ja sagen muss, ja, und auch weil wir auch als Deutsche ja auch höflich sind und uns das auch nicht vergurken wollen, ja, dann sind das halt sozusagen die Übersprungshandlungen, die im Leben, glaube ich, häufiger, also in meinem Leben waren die schon häufiger mal so. Und der zweite Witz, ja, es war tatsächlich echt, muss ich sagen, es war eine Internetrecherche. Oh. Und über den musste ich persönlich am meisten lachen und hat für mich auch irgendwie eben auch, weiß nicht, was hat auch was über das Paar für mich erzählt. Ja. Das ist ja auch eine tatsächliche Wahrheit. Das ist gar kein Witz. Ach so. Okay. Nee, aber das musst du aber schon mal bringen, als Mann, den deiner Frau zu ja. erzählen. So, also ich fand, das war, also es war für mich auch ein Spannungsmoment zwischen den beiden, ne? Aber beim Film ist ja auch wichtig, genau, es geht um Spannung und Entspannung. Und erstmal muss ich auch filmen, wenn man so einen Film als Publikum schaut, glaube ich, muss es auch Momente geben, wo man sich einfach ganz plötzlich in so einer Gemeinsamkeit entspannen kann. Das sind eigentlich die Funktionen, ne? So, und dann sind es, ich glaube, dass die Figuren das schon schön. Sagen wir mal, ich bin mir sicher, dass die in Katharinas Kopf auch Witze gemacht haben, aber sie war vielleicht stilistisch höflicher und hat sie nicht aufgeschrieben. Das können wir jetzt nicht Nee, rausfinden. jetzt müssen wir sie fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann stellen Sie sie jetzt. Genau. Geben Sie mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen mit dem Mikrofon. Auch wenn das abschreckt, ja, hier vorne. Also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, einmal bei der Buchmesse und einmal heute Abend. Und dass ich den Roman gelesen habe, ist 10 Jahre her. Also ich erinnere mich nicht mehr so ganz gut. Es gibt diesen Aspekt, über den Sie jetzt schon geredet haben, mit dem
Privaten und dem Politischen. Und das Politische hat ja zwei Ebenen, einmal eben 9/11 und dann aber auch noch diesen Aspekt der Restitution, also dieser Anwalt. Und beim ersten Mal ist es mir nicht so aufgefallen, beim zweiten Mal jetzt mehr. Ich finde, der Aspekt konkurriert eigentlich irgendwie so ein bisschen und ich finde, also ich finde den Film gut, aber ich finde, das versackt oder es versandet so ein bisschen. Und ich würde einfach gerne noch mal fragen, wie Sie das verhandelt haben in der Arbeit an dem Film. Fang an. Ja, das, ich kann Ihnen dann nur recht geben, sozusagen. Es ist leider, das ist eine Passage, die, oder ein Nebenstrang, wo wir dem Roman nicht gerecht werden, also wenn man überhaupt dem Roman gerecht werden kann, ja, aber der ist sozusagen von uns als Intention auch reichhaltiger gewesen. Aber wir haben in dem Jahr, wo wir dann wussten, dass wir den Film tatsächlich machen werden, wussten wir, dass wir wesentlich weniger Geld haben und Mona musste innerhalb von einem Monat 30 Seiten aus dem Drehbuch rauskürzen. Und das sind dann einfach genau diese 30 Seiten, in denen man dann diesen Nebenstrang sozusagen auf ein absolutes Minimum reduziert. Und dann ist auch die Umsetzung dieses Nebenstrangs sehr schwierig gewesen. Wir haben den Film angefangen zu drehen, ohne zu wissen, wer Bentham sein würde, weil wir keinen Bentham gefunden haben. Das heißt, wir haben dann schon in Köln gedreht und wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Drehtage mit Bentham ganz nach hinten kommen. Und dann haben wir tatsächlich, es gab das berühmte die Wochenende vom 3. Oktober, Feiertag, keiner hat gedreht, da bin ich nochmal nach England geflogen, habe dann diesen Herrn Ronald Pickup gefunden und der hat dann gesagt, ich mach das. Und der hat dann wirklich 3 Tage später da gesessen. Und das hat eigentlich, sagen wir mal, mit so Leuten wie mit Julia oder Sebastian, das sind Schauspieler, die können diese Innerlichkeit, die es braucht, wenn man nichts sagt und trotzdem alles versteht, die können die sehr schnell, das war das ganze Ziel dieser Arbeit. Und in meiner Arbeit mit Ronald Pickup hat das nicht funktioniert, das muss ich einfach so sagen. Der hat das nicht verstanden, auch sprachlich. Das war einfach wir haben einfach in unterschiedlichen Welten gelebt und der hat es dann auf seine Art und Weise gemacht und da ist ganz viel, was ich mir erhofft hatte in der Umsetzung an Charme und auch an Witz und auch an Lebensweisheit, das ist gar nicht da gewesen vor der Kamera. Und dann ist es aber dramaturgisch so, dass diese Lücken gebraucht werden, damit der Jakob ja verschwindet. Man hätte sie auch nicht rausschneiden können, dann hätten wir sozusagen Julia alleine gehabt. Wenn der Zeit gewesen wäre, dann hätte der Aspekt noch weiter ausdekliniert werden sollen. Ja, absolut. Und es gibt so zwei kleine Kürzungen, weil wir hier so eine intime Runde sind. Also man hätte nur, wie ich finde, ein Tickchen mehr in dieser Szene, wo sie da in diesem Café sitzen mit der Laila, hätte man einfach nur ein bisschen Erklärung gebraucht, wer ist Frau Krüger, wer ist das und das Haus ist jetzt mittlerweile. Und wir haben uns sozusagen da so stark beschnitten wie mit den anderen Figuren auch. Und wenn man mit dem Thema nicht vertraut ist, dann glaube ich, rutscht einem da das ein oder andere auch durch. Ne? Aber vielleicht sieht man auch was anderes. Also ich wollte einmal fragen, Sebastian Zimler, wie war das Casting? Ich habe ihn vorher nur in Was bleibt gesehen, fand ihn ganz toll da und auch hier wieder ganz toll, unglaublich, also dass er erst so wenig gemacht hat. Und zum anderen fand ich diese England-Sequenzen unglaublich bedrohlich und ich wollte fragen, wie dieses Klima der Bedrohung entstanden ist. War das jetzt zusammen mit der Musik oder war das diese Einsamkeit von der Figur von Julia Jentsch? Oder sozusagen, wie haben Sie sich diese eigentlich London nicht so ein klassischer Bedrohungsort, aber wie haben Sie den zu einem gemacht? Sebastian Zimler ist fantastisch. Also ich finde, das ist einfach also man muss mir überlegen, als ich reinkam, sah ich ihn dann gerade am Grab stehen. Schon allein den Unterschied an Körpersprache, wie er steht, wie er wirklich, da hängt der Kopf und diesen Moment von Befreiung, den er denn an diesem Grabstein spielt, ja, wo man ja wirklich sieht, das ist ja gelebter
Prozess von Trauerbewältigung. Ja. Das macht er vor der Kamera. Das muss man, also ich, für mich ist das ein Phänomen. Wir haben den sehr kurzfristig nur dazu gewonnen. Der ist eben extrem im Theater eingebunden, was in Deutschland bedeutet, dass man eigentlich nur im Sommer Filme machen kann. Und dann muss das Theater auch immer noch zustimmen, wenn es in diese probefreie Zeit fällt und so. Und wir haben ihn getroffen. Der kam einfach rein, wir haben ein Bier getrunken und dann ist er wieder gegangen und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, das ist er und das machen wir jetzt mit dem. Und es hat sich auch total ausgezahlt. Bedrohung, ja, nee, das ging immer darum. Mir war ganz wichtig, dass es auf keinen Fall zu der Postkarte kommt, weil in dem Moment, wo sie dorthin gehen, ist ja eigentlich schon, er versucht ja im Grunde genommen, seine Schuld im Grunde genommen einfach zu verstecken, und indem er jetzt diesen Job antritt, indem er also diesem Freund in die Fußstapfen tritt, weicht er einem inneren Wachsen und einer Auseinandersetzung mit sich selbst ja aus, und das muss bedrohlich sein. So, ja, und vor allen Dingen für sie, weil sie ja wirklich vereinsamt. Ja. Das ist ja, also sie muss ja jetzt was tun, um da rauszukommen, und deswegen muss es auch umso mehr bedrückend für sie werden, weil sonst kommst du da ja nicht raus. Dann entscheidest du dich ja nicht, ich kann mein Leben nicht irgendwie immer wieder neu von vorne anfangen. Ich muss das jetzt einfach mal sortieren. Das ist ja das, was das Resultat daraus ist. Natürlich, wie Sie es gesagt haben, die Musik oder das, wenn man da eine andere Musik, braucht man ja nur oben im Filmmuseum gucken, da legt man eine lustige Musik drüber und dann ist das schon alles irgendwie wieder ganz fröhlich. Ne? So, also das ist natürlich eine Unterstützung. Nein, das ist ganz richtig, weil es geht ja nämlich darum, dass auch sie sozusagen als Isabelle eben nicht nur eine Menage à trois dann wählt und jetzt sagen wir aus Langeweile mit denen ins Bett springt, sondern das muss schon ein Akt sein, in dem man sagt, diese Frau geht eigentlich los und zerschlägt jetzt das Haus, in dem sie leben, als Befreiung. Ja? Und wir haben, gibt noch ein Familienmitglied, was bei uns immer mitarbeitet, ist mein Bruder, der ist der Tondesigner. Und der ist, wie ich finde, genauso gut wie ich mit Bildern, so ist der mit Ton. Und es war eine sehr, sehr lange und intensive Arbeit, diesen Rhythmus von Stille und Geräusch hinzukriegen. Also das ist ganz durchdesignt, weil es war ja pur, dadurch, dass wir die Wohnung in London, in Köln im Studio gedreht haben, gab es dann nichts. Und der hat alles Mögliche, also jedes kleine Geräusch haben wir hin und her geschoben, und das wird's. Für mich ist also eine Stelle, die immer ganz prägnant ist, ist am Ende, wenn sie zu diesem Telefon robbt, klingelt ja schon das Freizeichen. Das ist ja frei von Realismus. Und er hat es einfach da drüber gelegt, weil er gesagt hat, guck mal, das berührt mich so stark, dass ich dieses Freizeichen höre, obwohl das ja, Telefon ist ja aufgelegt und so. Und damit haben wir viel gearbeitet. Ja, ganz kurz, ich bin erkältet, vielen Dank. Ich weiß allerdings im Moment noch nicht, ob ich den Film weiterempfehlen kann. Also ich muss einfach noch drüber nachdenken, vielleicht auch was dazu lesen, vielleicht auch das Buch anschauen. Nur ganz kurz eine Anmerkung, London kein Bedrohungsort. Da gab es ja diese Terrorakte. Nirgendwo ist die Überwachungsindustrie so stark wie in London. Und die fragen sich dort ja auch immer, wie würden wir hier in Deutschland reagieren, wenn wir diese Terrorakte erlebt hätten. Also das nur als kurze Anmerkung. Und dann, ich wüsste gerne zum Schluss, war so da im Abspann auch Media, also Geld von Europa, EU, habe ich das richtig gesehen? Und dann zu dieser Figur dieses Mädchens. Also ich kann es leider nicht nachvollziehen, dass man sich in London so langweilen kann. Ich war auch ganz jung, mit 15 schon da, später wieder. Und es fällt mir sehr schwer, und diese ganze Reaktion zu verstehen. Aber so war es ja im Buch. Dankeschön. Ja, ja, ist eine große Stadt, gibt viele Leute. Ich habe mich auch nie da gelangweilt. Aber das ist eben auch das Schöne, wie ich finde, an Filmen, dass man, dieser Film ist explizit so gemacht, dass man seine eigene Empfindung auch da hineinlegt. Und ne, dann, Media war auch dabei. Ich glaube, in der Drehbuchentwicklungsphase gab es Unterstützung aus Europa sozusagen. Also ich möchte noch mal kurz sagen, also die, ich weiß jetzt nicht genau, welches Mädchen Sie meinen. Meinen Sie das kleine Mädchen oder die Isabelle? Isabelle. Ja, 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 gut. Also, aber die hat ja schon mal eine Erfahrung in London gehabt. Das war die schrecklichste Zeit ihres Lebens. Sie lässt sich sozusagen von Anfang an eigentlich nicht wirklich auf die Stadt ein. Die ist mit diesem Mann dahin gegangen.
die braucht diese Stadt gar nicht. Die hat ihr Leben in Berlin im Prinzip aufgebaut und weil sie sich selbst aber nicht wert genug fühlt und da sie denkt, dass sie nur durch einen Mann, damit wenn sie das dann endlich mal hat, dann ist sie endlich wer und das erfüllt sich eben nicht. Und aus dem Grund ist der eben auch langweilig in London. Ja, also mir wäre da auch nicht langweilig. Aber so ist es eben manchmal mit manchen Menschen. Ja? Und die könnten auch nach, die hätten auch woanders hingehen können, ja. Oder in Berlin bleiben, denen wäre das gleiche in Berlin passiert. Ich wollte nochmal auf die Figur von Jim zu sprechen kommen, weil ich die im Kontext des Films ganz spannend finde. Also ihr habt ja gerade gesagt, 9-11, Zäsur und alle Sicherheit, die wir uns jemals eingebildet haben, ist weg. Und ich finde, so funktioniert die Figur am Anfang auch, weil er kommt an und es ist direkt, man vertraut ihm nicht. Man denkt irgendwie und immer wieder in den Szenen, jetzt passiert was. Und es wandelt sich aber so ein bisschen gegen Mitte, Ende des Films, wo sie sich ja auch aus ihrer Einsamkeit geboren mehr auf ihn einlässt und auch nicht unbedingt sofort enttäuscht wird. Sie haben dann diese Szene im See zusammen. Und ich finde, in seinem Kern hat er was Ehrliches und auch eine Größe. War für euch immer klar, dass er so radikal brutal aus dem Film rausgeht? Oder habt ihr mal überlegt, auch ihm vielleicht ein bisschen was davon zu lassen, was am Anfang bei ihm angelegt ist? Also warum musst du das in seiner Enttäuschung über die Reaktion von ihr, kann man vielleicht verstehen, aber der Prozess danach, diese lange Szene, war das für euch immer klar? Warum musste das so radikal sein bei ihm? Also ich kann dazu im Roman empfinde ich ihn noch extremer. Da wendet es sich nämlich nicht gegen Isabel, sondern gegen Sarah, gegen das Mädchen, gegen die Kleine. Und die hat, also die ist für mich sozusagen im Rahmen dabei, in dem dieses Bild eben auch an die Wand gemalt ist. Und ich habe auch gedacht, ich möchte, ich will keine Übersprungshandlungen der Figuren im Film haben, sondern ich will, dass er sich direkt an sie wendet. So. Also der rechnet im Prinzip mit ihr über dieses Mädchen ab und das fand ich nicht gut. Und das ist dann das, oder was heißt, das fand ich nicht gut, das hätte nur nochmal einen Strang irgendwie aufgerissen, der in 90 Minuten oder in 100 Minuten nicht, für mich nicht möglich war. Und dementsprechend kommt der relativ gut. Und ich weiß nicht, ich wenn jemand so verzweifelt ist, natürlich, das ist scheiße, wie der sich verhält, ja, aber das macht man ja nicht, weil man ein böser Mensch ist, sondern weil er verletzt ist, ja. Und der Satz, der letzte Satz, der er sagt, du siehst, wir werden uns nicht mehr sehen, das ist so voller auch Verzweiflung, ja. Das ist für mich schon noch das Positive in ihm. Er redet überhaupt noch mit ihr. Also das Authentische ist natürlich total gewollt. Ne? Also dieses Ehrliche, das ist alles, was ich auch mit ihm empfunden habe in der Arbeit. Ganz toller Schauspieler. Ich fand noch eine Sache interessant, dass es wenn man es jetzt ganz metaphorisch lesen will, dann sind ja Isabel und Jakob eigentlich Mitglieder einer gebildeten Mittelschicht. Und er ist es halt nicht. Ja. Und dass diese Enttäuschung und diese Verachtung, die er empfindet, weil er von eben dieser Schicht, die sich vermeintlich empathisch mit ihm verhält, dann so missbraucht wird, das hat für mich eigentlich diese Gewalt begründet. Und man könnte das auch politisch lesen wollen, wenn man die Figuren als Ausdruck ihrer Klasse zeigt. Und dann war es mir halt wichtig, dass wenn diese Brutalität passiert, dass sie sich dann frei macht von sozusagen in Häkchen einer psychologischen Realismus. Weil dann wäre es sozusagen wirklich ein Porträt einer Klasse geworden. Und ich wollte nicht, dass man sagt, Mensch, das ist ja wie Ken Loach in Häkchen. Ja, der musste sich sozusagen so ein bisschen so ein bisschen von so einem Ballast befreien. Ja. Und deshalb kam auch die Entscheidung, diese letzte Szene in einer Einstellung nur zu drehen, um eben auch diese Gewalt nicht filmisch zu heroisieren. Ja. Also für mich ist der Jim der größte Casting-Erfolg des ganzen Filmes. Also von der Tiefe der Person und auch des Gesichtsausdrucks und diese ganzen Schichten, die du ansprichst, ich finde den unglaublich. Also ich auch. Lass mal dazu. Danke. Eine Sache nur.
wir haben jetzt festgestellt, also die einzelnen Personen gehen da doch durch eine Menge individuelles Leid. Also auch diese Einsamkeit von der Isabel kann ich total nachempfinden, auch aus meinem persönlichen Historie heraus. Aber dass die nach all dem, was sie beide erlebt haben, zum Schluss händchenhaltend weggehen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so ganz stringent finde. Nein, das ist sehr offen. Also das weiß ich noch nicht. Also sie sagen ja nur, sie haben keine, also aus meiner Sicht ist es, sagen wir mal, ist es schon ein offenes Ende. Ne? Im Roman endet der Roman immer, dass sie sagen, lass uns reingehen und dann fällt die Tür zu. Und das hört einfach auf. Und das fanden wir als zu, dass wenn man das filmisch macht, dass man es hätte lesen können, die gehen jetzt so in ihr eigenes Gefängnis zurück oder dass ich diese, ja, und es sollte irgendwie was Weghaftes haben. Deshalb haben wir das so nach draußen verlegt und deshalb gehen sie so davon. Und wir haben es halt ohne gedreht, ohne Händchen halten, ne? Bis zu der berühmten letzten Szene. Und der Produzent hat mich dann auch aufgefordert, komm, dreh doch mal eine, wo die sich an die Hände nehmen. Und ich weiß nicht, ich finde als Filmemacher, das ist ja schon ein dramatisch trauriger Film, könnte man sagen. Und ich finde es einfach schön in dieser ganzen Welt, die uns umgibt und die ja momentan wirklich nicht zum Lachen ist, doch so ein Zeichen aufzutun, wo man sagt, wenn man sich dem stellt, dann kann man sich dem auch zu zweit stellen. Ich muss jetzt nicht die Straße runterlaufen mit einem großen Plakat und demonstrieren, sondern das ist, wenn ich das verändere, dann verändere ich auch anderes. Und das ist nicht notwendigerweise als Happy End gemeint. Das wäre jetzt meine Lesart des Endes. Ja, jetzt heißt die Reihe ja, was tut sich im deutschen Film? Und das ist ja durchaus ein sehr ungewöhnlicher deutscher Film, den ihr uns da präsentiert. Mich würde interessieren, wie würdet ihr diese Frage denn beantworten? Weil du, Florian, du hast ja wirklich schon mit Johnny Depp gedreht auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei deinem Debütfilm das Who's Who des aktuellen deutschen Films in der Schauspielebene entdeckt. So Florian David Fitz, Sebastian Blomberg, Katharina Schüttler, all die spielen in deinem ersten Film mit, noch 5 weitere. Wie ist das so, wenn du diesen Unterschied, oder auch an Mona gerichtet, wenn ihr diesen Unterschied seht zwischen dem internationalen Arbeiten und dem Arbeiten in Deutschland? Und verfolgt ihr das? Was tut sich da eigentlich so? Wo verortet ihr euch? Ich finde das wirklich eine unglaublich schwierige Frage. Ich weiß nicht, wo ich mich da verorte. Also ich finde, es gibt einen grundlegenden Unterschied und das hat damit schon mal zu tun, also international und deutsch, das hat schon mal damit zu tun, wie Filme entstehen. Das heißt, in Deutschland, beim Freund, oder du hast es ja vorhin schon mal gesagt, in Deutschland brauchst du immer einen Fernsehsender, um auch überhaupt Kinogelder zu bekommen, weil das sind Steuergelder, damit falls das mal kein Erfolg wird, hast du auf jeden Fall schon mal einen Sendeplatz. In Amerika oder in England gehen die da ganz anders ran. Die haben ein Buch und dann wird für das Buch das Budget sozusagen, das kann bei denen auch häufig 10, auch manchmal 15 Jahre, da sind manchmal 7 verschiedene Regisseure mit 3 verschiedenen Besetzungen irgendwie über die Zeit irgendwie immer wieder am Laufen und dann kommt es irgendwann als großer Knaller raus. Aber die streichen nie vom Budget weg, in dem Sinne, was uns passiert ist. Wir haben angefangen, den Film zu schreiben, da ging es, was in Deutschland noch irgendwie, da gab es noch keine Finanzkrise. Da wurden kleine oder Zweitfilme mit 5 Millionen Euro bestückt. Da wurden viele auch hergestellt. Und in den 10 Jahren wurden diese Budgets eben immer knapper und immer knapper. Und das war mal am Anfang irgendwie auf sowas wie zwischen 4 und 5 Millionen geschrieben. Und am Ende hatten wir halt 1,6. So, und das ist der Unterschied. Ich hatte die Frage, 4 Wochen vor Drehbeginn, ein halbes Jahr vor Drehbeginn, was Florian vorhin sagte, ich hatte 4 Wochen Zeit umzuschreiben. Da ging es um, das waren nicht 30 Seiten, so ist es, na, aber budgetär waren das 1,3 Millionen Euro, die raus mussten. Oder wir lassen es. So, das heißt, wenn ich dann denke, ich habe da jetzt 10 Jahre dran gearbeitet, dann muss ich das tun, damit ich überhaupt ein bisschen Geld verdiene. Ja, so, und das ist
Also wo soll ich mich da ansiedeln? Wenn Florian nicht wirklich Geld verdienen würde, könnte ich mir das nicht leisten. So, wir glauben an Film, wir sind Filmemacher, wir sind das bei Hart. Ich wüsste, wenn ich jetzt irgendwie, ich könnte mir auch Geld verdienen, mit Sicherheit mit Serien schreiben und sonst was, aber da würde was anderes verbrennen, da hätte ich die Kraft nicht mehr dazu, dass auch, dass es am Ende dann halt so ein Kammerspiel wird, wie das, was es jetzt geworden ist, ja. So, also ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Bogen noch richtig hingekriegt habe, aber... Worin willst du jetzt noch ergänzen? Eine Sache ist ganz maßgeblich im Angelsächsischen, das betrifft mich nicht als Kameramann, aber wenn ich dazukomme, dann kriege ich das trotzdem mit, ist natürlich, dass dort Film ein wirkliches Wirtschaftsgut ist und es ist auch dass Investition in Drehbuch als wirtschaftliche Investition gesehen wird. Das heißt, Mona hätte an diesem Buch 10 Jahre arbeiten können und sie wäre jedes Mal, wenn sie daran gearbeitet hätte, bezahlt worden. In Deutschland wird sie bezahlt am ersten Tag, wenn die Filmförderung geschlossen wird. Das war bei uns 6 Wochen vor Drehbeginn. Das heißt, sie hat sozusagen 9,5 Jahre lang gearbeitet, ohne dass ein einziges Mal, auch nur ein einziger, also wir haben einmal... 3.000 Euro oder sowas bekommen. Und das ist der große Unterschied. Und das ist ja auch das, was dann allerdings Deutschland wiederum interessant macht, ist, dass man in Hollywood leben kann, dort ein Haus hat mit einem Pool und noch nie irgendein Film gemacht wurde. Weil es eben Wirtschaftsgut ist. Man, als Autor könnte man schreiben und schreiben, manche Studios kaufen auch Filme vom Markt, weil sie selber an einem Projekt arbeiten. Sie wollen nicht, dass sozusagen andere Drehbücher drin sind. Ne? Und was mich betrifft, so fühle ich mich, habe ich das Beste aller Welten eigentlich. Ne? Dadurch, dass ich dort als Kameramann arbeiten kann, das sind Filme, die wirtschaftlich ganz anders aufgestellt sind, wo ich als Kameramann ganz andere Möglichkeiten habe. Aber diese Freiheit zum Ausdruck, die wir hier auch haben, und darauf sollten wir auch alle stolz sein, das ist manchmal der Widerspruch, den ich in der deutschen Presse dann eher finde, dass man so lange darauf wartet, bis es irgendwann einen im Ausland gibt, der mal sagt, jetzt wie in Cannes, Toni Erdmann, Riesenerfolg. Und es hat ja in der Presselandschaft eigentlich dazu geführt, dass es so ein bisschen so, jetzt sind wir endlich wieder, ja. Für die Engländer würde sich diese Frage nie stellen. Dann wird halt, wenn Ken Loach nicht gewonnen hätte, wären die trotzdem nicht überlegt, ob Ken Loach jetzt einen guten Film gemacht hat oder nicht, ja. So, also ich finde, wir haben eine ganz aufregende Filmlandschaft. Und auch eine historisch gesehen, haben wir ja heute hier das Filmmuseum besichtigt. Sehr, sehr reichhaltige, ganz tolle Geschichte. Ich würde gerne noch eine Anschlussfrage stellen, weil ich beobachte gerade, dass es viele Schauspieler gibt, die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt auch Regie, aber Kameraleute, die Regie führen, gibt es wirklich selten. Und du bist jetzt jemand, du hast einen BAFTA Award, du hast einen Primetime Emmy, also du bist da wirklich einer, der sehr, sehr gefragt ist, wie Uli auch sagte. Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert, dass die Leute anders mit dir umgehen, wenn du Geschichten vorstellst? Oder woran könnte das liegen, dass Kameraleute das in Deutschland gar nicht so tun. Ja, es ist ein merkwürdiges also es ist wirklich, es ist auch in England, also bestimmte Leute wissen das auch nicht, ich habe ja 3 Grad kälter gemacht und danach meine Karriere in England begonnen. Das heißt, es gibt auch Leute in England, die gar nicht wissen, dass ich überhaupt Regie studiert habe. Man muss da auch ein bisschen aufpassen. Das ist ein merkwürdiges Feld, das dort dieser Sprung wird häufig argwöhnisch beobachtet. Was aber, glaube ich, falsch ist, aus vielerlei Sicht, es gibt tolle Filmemacher, Niklas Roeg war von Truffaut der Kameramann, bevor er seine... Hat er Regie gemacht? Robin Müller hat auch Regie gemacht, doch. Wie gesagt, bleiben wir mal bei Niklas Roeg gerade. Steven Soderbergh, fantastischer Filmemacher, fängt mitten an, in seiner Karriere ganz plötzlich selber Kamera zu machen, gibt es ja auch. Ne? Oder Cary Fukuyama hier von True Detective hat dann Beast of No Nation, riesen Netflix-Erfolg, selber fotografiert. Ich glaube, dass das im Grunde muss man das einfach nur manifestieren. Man darf sich dort nicht von anderen einschränken lassen. Und ich habe das Glück, dass ich mit Regisseuren zusammenarbeite, die das wissen und die das auch gut finden und auch Interesse daran haben. Und aber ich glaube, bei den Schauspielern ist es so, dass Schauspieler nach wie vor
ab einem gewissen Grad Powerplayer sind. Das heißt, die können Geld bewegen. Mhm. Wenn ich jetzt komme und die sagen, ja, BAFTA Award-Winning Cinematographer hier in Deutschland, da wissen ja viele Leute noch nicht mal, dass ich das gewonnen habe. Die denken sich, ich komme gerade von der Filmhochschule und habe 10 Jahre. Die wissen nicht mal, was BAFTA ist. Die wissen vielleicht nicht, ja, okay, also es hilft nicht. Wenn ich jetzt in England auflaufen würde, würden die auch sagen, naja, okay. Jetzt sag mal noch, was BAFTA ist. BAFTA ist der schöne, die British Academy of Film and Television, und die geben im Jahr halt auch so Preise aus wie der Deutsche Filmpreis, und da habe ich halt mal einen Kamerapreis für beste Kameraarbeit gewonnen. Ja. Und Primetime Emmy ist auch was Besonderes. Ne? Emmy ist auch was Besonderes, ja, das war auch. Ist, aber im Grunde genommen ist es mit den Preisen, ist das wirklich so. Das ist ganz toll, wenn man sie hat und so. Aber sie kommen eigentlich auf eine Art und Weise immer ein bisschen zu spät. Und dann ist es so, dass alle denken, Mann, das ist so ein Preisgewinner, der braucht jetzt keinen Job mehr. Genau. Ja, dem geht's ja gut. Also, Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten sagen wir an dieser Stelle danke für diesen wunderbaren Abend, für das tolle Gespräch und den tollen Film. Danke Florian Hoffmeister, Mona Kino, die habe nichts. Dankeschön.